So, hallo Leute, willkommen zurück. Hör auf mich anzugucken. Ja. Willkommen zurück bei The Elder Scrolls 5 Skyrim Dragonborn im Endkampf mit Mira Ark, weil wir stehen geblieben. Oh, Drachenform. Ja, wollten wir machen, genau. Mit das Wichtigste erstmal. Mira Ark, der Kampfsüchtige. Ich würde sagen, wir aktivieren Zeitverlangsamen. Ja, mal wieder ein blöder Einstieg, tut mir leid, aber... Ich wusste schon immer, dass ihr Willens Schwachsinn zerrottet. Und... Okay, er verzieht sich. Die Zeit nutzen wir zum Regenerieren. Weil der wird jetzt... Ja, nee. Können wir jetzt nicht mehr. So, jetzt regeneriert sich Mira Ark, ja. Oder? Jetzt regeneriert sich Mira Ark wieder. Genau. Und jetzt speichern wir. Wir machen das jetzt ganz kleinschrittig. Nach jedem Mal, dass sich Mira Ark regeneriert, werden wir speichern. Weil das muss man ja insgesamt dreimal machen. Ich habe das, glaube ich, jetzt verstanden. Er wird durch jeden Drachen, zieht er sich einmal neue Lebensenergie. Ja, dann darf er mich aber nicht angreifen. Was ist das denn? Bah! Mira Ark. Sowas, das ist ekelhaft. Das ist einfach nur ekelhaft, was er da gerade macht. Ihh. Der tentakelt uns. Warte, ist schon wieder? Ah ne, der hat nur der hat jetzt nur teleportiert. Kann er mal die Tentakel hier wegmachen? Los, Mira Ark. Oh, das Drachenblut meine ich. Mira Ark hat sich wieder verkrümelt, wie es aussieht. So. Lass mich kurz überlegen. Mira geht schon in die Suppe. So. Mira verkrümelt sich zum zweiten Mal. Aber jetzt haben wir hier den Willen beugen. Das machen wir jetzt einfach mal. Auf den guten Drachen hier. Der Drache widersteht deiner Stimme. Okay, das geht also schon mal nicht. So, Apokrypha, wie gesagt, kleinschrittig, neuer Spielstand. Wir speichern nochmal. Wir machen es jetzt kleinschrittig. So, jetzt hat sich der gute Mira Ark das zweite Mal regeneriert. Ja. Jetzt bleibt, meine ich, noch einmal. Oder regeneriert er sich nur zweimal insgesamt? Ist mir auch relativ egal, solange wir genug Mana haben, uns zu heilen. Ist alles in Ordnung. Aua. Mira Ark, da übertreibt das wieder. Falsch, wir brauchen Zaubertränke. Ewige Mana. Ewige Magika. So. Wiederherstellung. Heilung. Sehr schön, da gibt wieder unser altes Drachenblut auf ihn drauf. Dann nehmen wir wieder den Eisspalter raus. Ist der noch geladen? Ja, minimal. Mira, konzentrier dich auf den, nicht auf mich. Dankeschön. Mira verkrümelt sich wieder. Mira kann nicht zielen, halte ich fest. Au. Macht aber ordentlich Schaden, ey. Nee, nee, nee. Nehmen wir mal die Tränke, was wir die Starken noch haben. Magie, Wiederherstellung, wieder auf rechts und links und Heilung.
Sehr schön, da haben wir wieder unser Drachenblut, das uns hilft. Zieh das Schwert! So, mach das jetzt nochmal. Ja. Das müsste jetzt das letzte Mal sein, dass Mirax sich regeneriert. Speichern wir, wie gesagt, das letzte Mal, dass er sich regeneriert. Und jetzt müsste das eigentlich der finale Streich sein. Das letzte Mal, dass wir ihn seine HP klauen müssen. So sage ich es einfach mal. Weil ich sehe keine Drachen mehr. Es ist Fakt, ich sehe keine Drachen mehr. Er hat sie alle getötet. So, unser größtes Problem wäre jetzt natürlich, wenn unsere Drachenform deaktiviert wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht der Fall sein wird. Au. So, wir brauchen die Heilung rechts und links. Und einen Mana-Trank. So, was sehr schön ist, ist, dass wieder unser Drachenblut da ist, um uns zu helfen. So, Gegenstand ist nicht genug geladen. Machen wir mal eben. Alles jetzt sehr klein, stückig und sehr orientiert, hoffe ich. Okay, wir haben keine Seelensteine mehr. Wir brauchen die Heilung rechts und links. Ihr seht das, jetzt müssen wir ein bisschen taktisch vorgehen. Mirax ist nicht zu unterschätzen. Absolut nicht, das ist sicher. Das scheiß Schwert. Entschuldigung. Wir brauchen wieder Mana-Tränke. Wir haben es gleich. Hör auf, dich zu regenerieren, du Schwein. Übelst feige. Au! Uiuiui! Mirax, verzieh dich! Wer hat das bestimmt, das Schicksal oder du selber? Stopp! Stopp! Wow, 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 wow. Wir brauchen die Tränke. Wir haben nur noch ganz wenig Mana-Tränke. Jetzt kommt es drauf an, Leute. Wir brauchen Wiederherstellung. Wir haben... Ach, Dreck. Das ist das große Problem, ich verstehe. Ja, das große Problem ist, dass wir unsere Drachenform nicht mehr aktiv haben. Ihr dürftet es sehen. Achtet auf unsere Handschuhe. Unsere Drachenform ist abgelaufen. Genau das, was ich befürchtet habe, was uns Sorgen machen würde, ist eingetreten. Uiuiuiui. Ich guck gerade mal. Haben wir irgendeinen Schrei? Unerbittliche Macht. Kann ich das vielleicht hier nochmal anwenden? Nein. Mann. Ja, es wird wohl kaum funktionieren. Sag ich ja.
Ja, Mirak, komm her. Du bist stark genug, als dass du an mich an zu mir laufen kannst. Au. Was haben wir noch für Tränke gehabt? Uiuiui. Das ist momentan aber alles andere als gut, was hier abläuft. Schriftrollen. Verstehe ich jetzt nicht, was es hier gerade war. Ich glaube, es war so ein Flächenzauber. Okay. Wie gesagt, mit Schriftrollen kenne ich mich gar nicht aus. Schneesturm. Aber wohin? Ah, Mirak, Mann. Übertreib's doch mal nicht. Das ist so unfair, dass der die Drachenform noch hatte. Die aber nicht, weil die abgelaufen ist. Macht Mirak Schaden, uns aber auch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach komm. Das Problem ist, wir können auf keinen Fall an den ranlaufen, der zaubert uns hier mit ein paar Attacken um. Das ist das große Problem. Okay, wir könnten jetzt natürlich noch einen Schneesturm auf dem draufhauen, aber der regeneriert den größten Teil davon wieder. Und während wir uns da darauf konzentrieren, den Zauber zu erstellen, haut der uns nachher sowieso mit Blitzzaubern um. Was haben wir noch? Schreckenszombie, Schutzkreis, Sturm, Astronarisch, Beschwören. Hä? Hä? Ich war nicht vor dem Pfosten. Ich war nicht vor dem Pfosten. Ich war nicht vor dem Pfosten. Das will ich auf jeden Fall kurz festhalten. Das war jetzt ein Bug vom Spiel, glaube ich. So. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, Schriftrollen. Du sollst dich hier nicht in Deckung stellen, du dummes Ding. So, jetzt können wir hier nochmal versuchen mit dem guten, Schneesturm. Au. Ja. Und hat Mirak meinen guten Zombie schon zu Brei gemacht. Zombie. Mein Blitz-Astronarchen. Dankeschön dafür, Mirak. Du bist echt ein toller Typ. Also wie gesagt, tut mir leid, dass der Endkampf jetzt etwas wird, aber ich werde die Schwierigkeit nicht verringern. So ist es nun mal. Leide, Mirak. Leide. Ja, er nimmt Schaden. Ihr seht es ja oben. Halt nicht wirklich viel, oder? Aua. Aua.
Regeneriert er sich immer oder immer nur so ein kleines Stückchen? Oder kriegt er die Lebens wieder so hoch? Ah ja, okay, sieht schon besser aus, ne? Was haben wir noch? Schreckenzombie. Ruf zu den Wachen. 18 Schaden ist nicht wirklich viel. So, dann würde ich sagen, Leute. It's final time. Ja, und der Astronarch schubst uns ins Blickfeld von Mira Ark. Nice. Müssen wir jetzt direkt nach rechts gehen. Ihr hört schon, wie ich den Stick drücke. Ey! Was soll das denn jetzt? Mira Ark! Ihr dachtet wohl, ihr könntet mir entkommen? Ihr könnt hier nichts vor mir verbergen. Macht nichts! Ich habe einen neuen Drachenblut.